J-Codev. Erleuchtung. Einheitsbewusstsein und Brahman-Bewusstsein. Das ist das Thema von heute. Das ist die Bewusstseinsreise von heute. Das ist die Bewusstseinsreise in unserer Entwicklung, um den höchstmöglichen Bewusstseinszustand, das Brahman-Bewusstsein zu erreichen. Die Welt Die vielfältige Welt mit all ihren Formen, mit all ihren Erscheinungen, ist die Fülle, ist die Ganzheit, ist die Einheit. Das Dilemma ist nur, wir erkennen das nicht. Wir sehen nicht, dass es nur die Einheit gibt. Wir sehen nicht, dass es nur ein Bewusstsein gibt. Eine Fülle. Die ganze Herrlichkeit der Welt die da ist, die schon da ist, die sehen wir nicht. Das Bewusstsein, die Einheit ist da. Das Einzige, was notwendig ist, für uns Menschen, dass wir unsere Brillengläser putzen, dass wir unsere Sicht erweitern, dass wir die Wahrnehmung haben, dass wir das Bewusstsein haben, das erkennen kann, dass alles eins ist, dass da keine Trennung ist. Dass alles perfekt ist, dass es keine Probleme gibt, keine Differenzen gibt, keine, was wir so als Probleme betrachten, Ängste, Süchte, Eifersucht, Nöte, Krankheiten, all das gibt es nicht in Wahrheit. Und das ist der Kern unserer Betrachtung heute. Auf unserer Bewusstseinsreise zu erkennen, zu realisieren, zumindest zu verstehen,
dass es so unendlich viel mehr gibt als das, was wir jetzt sehen und hören, riechen, schmecken, fühlen an der Oberfläche des Lebens. Das ist nur die Oberfläche des Lebens, wo Trennung ist, wo Schmerzen sind, wo wir nicht in Frieden sind, wo wir nicht glücklich sind. Das ist nur an der Oberfläche. In der Tiefe der Oberfläche gibt es das nicht. Wenn wir zur Essenz, zur allerfeinsten Erscheinung der Oberfläche gehen, das, was die Wissenschaftler machen, dass sie die Objekte untersuchen und dann feinere Ebenen der Objekte erkennen und erforschen, und da kommen sie zu einem Punkt, wo die Objekte nicht mehr voneinander getrennt sind. Beziehungsweise, dass da so ein Übergang ist von den Formen in das Formlose. Das heißt, alle Objekte, die wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen, bestehen aus vielen Schichten, aus vielen Ebenen, und die allerfeinste Erscheinung, ist schon keine Ebene mehr, ist so eine Auflösung, so eine Verschmelzung mit allen anderen Objekten. Und da beginnt es, dass die Trennungen, die wir jetzt so an der Oberfläche der Objekte sehen, dass die aufhören. Die hören auf zu existieren. Also im feinsten Bereich der Objekte gibt es keine Trennung. Dadurch ist es so, diese Feldtheorie, das Quantenfeld, entstanden in der Betrachtung der Wissenschaft, dass die sagen, im Allerfeinsten gibt es keine Trennung. Und das Gleiche, wir sind auch Wissenschaftler, Bewusstseinswissenschaftler oder Bewusstseinsforscher, wenn wir das, was ich gerade sagte, was die Wissenschaftler machen, um zu erkennen, wo all die Formen herkommen, dass sie zum Grund der Formen gehen, wo die Formen letztendlich nicht mehr existieren. Die Formen sind formlos. Und wir können das bei uns selbst, in uns selbst realisieren, indem wir in uns selbst hineinschauen, indem wir unsere Gedanken verfeinern, indem wir unsere Denkebenen verfeinern. Also das Denken, unsere Gedanken sind genauso wie alle anderen Objekte, Gedanken sind auch Objekte, sind wie all die anderen Objekte aus ganz verschiedenen Schichten, von der gröbsten Schicht bis zur feinsten Schicht, ganz unterschiedliche Schichten entstanden. So gibt es ganz grobe Denkebenen und so gibt es auch ganz feine Denkebenen. Und mit Hilfe der Meditation, mit der transzendentalen Meditation, das ist wichtig, transzendentale Meditation, dass die Meditation
die uns befähigt, nicht auf einer Ebene des Denkens hängen zu bleiben, stehen zu bleiben, sondern dass wir mit unserem Denken, durch das Denken eines vedischen Mantras, auf feinere Ebenen des vedischen Mantras gelangen und so von der nächstfeineren Ebene zu der nächstfeineren Ebene und dann wieder zu der nächstfeineren Ebene kommen, bis wir genauso dahin kommen, wie die Wissenschaftler, die vom Quantenfeld sprechen, so kommen wir in das einheitliche Feld, in das Feld der Transzendenz. Und da gibt es keine Form mehr. Alle Formen haben wir dann transzendiert, indem wir das Mantra verfeinert haben durch diesen Vorgang der Ausübung der transzendentalen Meditation, gelangen wir in den formlosen Zustand von dem Mantra. Das heißt, das Mantra hat eine gröbere Form, es hat feinere Formen, hat allerfeinste Formen und dann kommen wir in den formlosen Zustand von dem Mantra. Das ist die Transzendenz. Das Mantra existiert als unmanifestiert, als unbegrenzt in diesem einheitlichen Feld. Das Mantra ist das einheitliche Feld. Und so können wir auch sagen, wir können einen Baum betrachten oder eine Pflanze oder einen Menschen und so feinere Ebenen erforschen im Äußeren, bis wir auch in diesen unendlichen Raum gelangen, wo die Form beginnt, sich aufzulösen. Wir haben jetzt also in der Betrachtung, in unserer eigenen Betrachtung, dass wir durch die Meditation transzendieren mit Hilfe der Meditation, deshalb transzendentale Meditation ist wichtig. Es macht keinen Sinn zu meditieren auf ein Objekt, das wir nicht verfeinern, das wir nicht transzendieren. Dann bleibt der Geist, unser Geist, an dem Objekt hängen. Es ist wichtig, dass wir mit unserem verhekelten Mantra feinere Ebenen erfahren, um das Mantra zu transzendieren. Und das heißt, wenn wir das Mantra transzendieren, dann haben wir alles andere auch transzendiert. Alle Formen, die wir so sehen, aber wir schließen die Augen bei der Meditation, dann sind schon mal die Formen weg. Und dann haben wir die Gedanken und die Erinnerungen an den Formen, an unseren Erfahrungen, an unseren Erlebnissen aus der Vergangenheit. Und dadurch, durch das Mantra, verfeinern wir das Mantra. Durch das Denken des Mantras wird das Mantra verfeinert, immer auf feinere Ebene. Und so wird auch alle Erinnerungen, alle Dinge, die uns sind, verfeinert. Und so gelangt alles in diesen unendlichen Raum. Und auch den, wo noch so, dass so ein Übergang ist, noch nicht ganz 100%, aber auch den transzendieren wir und dann bleibt nur noch die Transzendenz, wo alle Formen nicht mehr existieren. Dass nur noch die Erinnerung, die Information von den Formen, aber unmanifestiert, nicht greifbar, nicht erfassbar. Und so ist der Denker, der das Mantra gedacht hat, ist nicht mehr da. Das Ego, ich will, ich möchte, das immer unser Leben beherrscht, gibt es nicht mehr. Da ist niemand da in diesem reinen Bewusstsein, der uns beherrscht, der uns sagt, was wir machen sollen. Das sind wir das Selbst, wir sind das Selbst, das große Selbst,
Wir sind da ganz alleine. Nichts ist da. Das ist wichtig, das zu verstehen, weil das, diese Transzendenz, die wir zunächst nur in uns selbst erfahren, der Ausgangspunkt ist, um auch in der objektiven Welt die Unbegrenztheit, die Unendlichkeit, die Ewigkeit, die Unsterblichkeit zu erfahren. Haben wir dieses transzendentale Bewusstsein erfahren, dann geht es uns zunächst immer wieder verloren, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit von dem transzendentalen Bewusstsein weggehen. Wenn wir wieder mit unserem Bewusstsein in die Welt der Formen gehen. Durch das Wiederholen des Eintauchens in die Transzendenz wird das transzendentale Bewusstsein stabilisiert. Das heißt, dass die Transzendenz uns nicht mehr verloren geht, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit in der Welt sind. Das überwiegt. Da gibt es dann das transzendentale Bewusstsein und die Formen gleichzeitig. Unser Nervensystem kann das. Das Nervensystem der Tiere kann das nicht. Aber unser Nervensystem ist so hoch entwickelt, dass wir gleichzeitig das transzendentale Bewusstsein erfahren können, zusammen mit den Formen unserer Wahrnehmung. Das heißt, du kannst sprechen und das Bewusstsein ist da. Das ist nicht weg. Du kannst lesen, du kannst hören, du kannst riechen, du kannst schmecken, du kannst fühlen. Dann ist dieses Bewusstsein, das transzendentale Bewusstsein zugegen, ist nicht weg. Anfangs, wie ich sagte, geht es uns immer wieder verloren, weil die Objekte, dieses Bewusstsein, das reine Bewusstsein, die Transzendenz, das transzendentale Bewusstsein überlagern, überschatten. Aber wie gesagt, mit dem Eintauchen in die Transzendenz passiert auf der physiologischen Ebene ganz viel. Der Körper bekommt eine sehr tiefe Ruhe, wodurch es möglich ist, dass Stresse und Verspannungen, alle Verspannungen, ohne dass wir uns darum kümmern müssen, aufgelöst werden. Dass gerade bei dem Eintauchen vom Relativen ins Transzendentale, da ist die tiefste Ruhe und da hat das Nervensystem die beste Möglichkeit, dass Stresse, Verspannungen, alles Hindernisse, die unser Leben blockieren, dass die aufgelöst werden und in dem Rahmen, wie Stresse, Verspannungen, Traumata in uns aufgelöst werden, erweitert sich unser Bewusstsein. Und mit dem erweiterten Bewusstsein nimmt die Wahrnehmung zu. Haben wir das transzendentale Bewusstsein etabliert, stabilisiert, das heißt, dass wir das transzendentale Bewusstsein immer auch in diesen anderen drei uns bekannten Bewusstseinszuständen aufrechterhalten können, dann sprechen wir vom kosmischen Bewusstsein. In der Praxis sieht das so aus, wenn du schläfst, bist du wach, weil du hast ja dein Selbst realisiert und das schläft nicht. Wenn du träumst, dann träumst du im Zusammensein mit dem transzendentalen Bewusstsein. Das heißt, diese Wachheit in deinem Geist, in deinem unbegrenzten Geist, die wird nicht überlagert von deinen Träumen und so wie auch nicht durch deinen Tiefschlaf. Du bist wach.
Und genauso, wenn du jetzt in diesem Wachbewusstsein bist, in diesem Tagesbewusstsein, da hast du dieses klare, transzendentale Bewusstsein immer zugegen, egal was du machst, wie du denkst, wie du sprichst, wie du handelst, wie du fühlst. Das transzendentale Bewusstsein ist immer bei dir und unterstützt dein Denken, dein Sprechen, dein Fühlen, dein Handeln, alles. Dein Körper, jede Körperzelle erfährt dann immer mehr den Einfluss von dem transzendentalen Bewusstsein, das absolut dazu führt, oder das dazu führt, dass die Körperzellen in einer höheren Ordnung kommen. Das ist das Wunderbare. Und deshalb lohnt es sich für jeden, egal für den Schüler, für die Erwachsene, für Studentin, für Rentner, für alle Menschen, lohnt es sich, und für die Gesundheit, für den klaren Geist, für das beste soziale Verhalten, dass das transzendentale Bewusstsein in das Leben kommt. Aber jetzt gehen wir weiter. Wir wollen da das höchste Bewusstsein, das höchstmögliche Bewusstsein betrachten und erkennen, dass wir die Einheit sind, dass alles eins ist, alle Objekte. Im kosmischen Bewusstsein sieht es noch so aus, dass da Trennung ist. Du hast zwar im kosmischen Bewusstsein dein Selbst realisiert, aber du bist noch getrennt von den Objekten deiner Wahrnehmung. Bist du in der Beziehung, dann ist dein Partner von dir getrennt. Das ist keine Einheit. Das, was wir gerne möchten in der Beziehung. Und genauso mit Freunden, mit all den Objekten, selbst auch die Einheit mit dir und deinem Auto oder deinem Fahrrad oder mit deinen Pflanzen. Alles ist noch getrennt im kosmischen Bewusstsein. Also wir gehen jetzt aber mit Riesenschritten auf unserer Bewusstseinsreise dahin, wo keine Trennung mehr ist. Und das ist das Ziel unserer Entwicklung. Wir wollen wieder erkennen, dass wir eins sind. In Wirklichkeit sind wir immer eins, aber durch die falsche Identifikation mit den Objekten oder überhaupt die Identifikation mit den Objekten haben wir uns getrennt. Mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unseren Handlungen haben wir uns getrennt von dem, was in Wirklichkeit ist. Und jetzt der nächste Schritt ist in unserer Reise, um zu diesem Einheitsbewusstsein, dem Brahman-Bewusstsein zu kommen, zu der Einheit, wo die Objekte nicht mehr voneinander getrennt sind. Der nächste Schritt ist also der, dass wir, jetzt sind wir im kosmischen Bewusstsein, dass wir im kosmischen Bewusstsein weiterhin unser Nervensystem reinigen, indem wir uns gar nicht darum kümmern, aber es geschieht automatisch, weil wir immer jetzt in diesem reinen Bewusstsein sind und alles aus dem reinen Bewusstsein erkennen und erfahren. Das Bewusstsein, das reine Bewusstsein, ist das unbegrenzte, allgegenwärtige, transzendentale Bewusstsein, das wir realisiert haben mit dem Transzendieren und aller Objekte. Und jetzt, wenn das gefestigt ist, sagen wir, das ist das kosmische Bewusstsein, weil dieses Bewusstsein ist so in dieser hohen Ordnung, dass alles regiert wird aus dem Kosmos, aus dem kosmischen Bewusstsein, wie sich die Planeten bewegen, wie alles geschieht im Kosmos, wie die Bäume wachsen, die Zellteilung, alles geschieht durch diese hohe Intelligenz des Kosmos, der kosmischen Intelligenz. Und mit der sind wir jetzt schon in Kontakt verbunden. Und jetzt geht es aber darum in unserer Entwicklung, dass wir mehr in die Einheit kommen. Und das geschieht auch wieder in dem Rahmen, wie unser Nervensystem sich noch weiter reinigt, noch mehr Stress und Verspannungen und Hindernisse beseitigt und es sich verfeinert. Und es verfeinert sich durch die Liebe, durch das Herz, durch die Qualitäten im Herzen. Und diese Qualitäten im Herzen, die werden immer stärker und stärker und stärker, je länger wir auf dem Weg sind zur Einheit. Das heißt, vom kosmischen Bewusstsein entwickeln wir uns jetzt immer mehr durch die Kraft des Herzens immer mehr in die Einheit. Das heißt, die Trennung zwischen Subjekt, das jetzt diese Unendlichkeit realisiert hat, und das Objekt, das noch immer noch getrennt ist und wo alles so unterschieden werden kann,
Das kommt jetzt immer mehr zusammen, kommt immer mehr zusammen. Und auf der allerfeinsten Ebene der Formen, der Schöpfung, der Gedanken, da beginnen die Formen sich aufzulösen. Das ist noch im Relativen, aber im Beisein der Transzendenz, die wir stabilisiert haben im kosmischen Bewusstsein. Und das heißt, das kosmische Bewusstsein wandelt sich jetzt durch den Kontakt auf der allerfeinsten Ebene der Schöpfung, auf der allerfeinsten Ebene des Mantras, wandelt sich das Bewusstsein in das Gottesbewusstsein. Oder wir benennen es, es wandelt sich nicht, wir benennen jetzt das Bewusstsein, das kosmische Bewusstsein, um eine Abgrenzung zu haben, um zu erkennen, wo wir uns jetzt bereits hinentwickelt haben. Das ist keine Theorie hier, die ich erzähle, das könnt ihr in den Schriften nachlesen, in den vedischen Schriften und von all den Millionen von Leuten, die das erfahren, diese Transformation vom Ego in das Egolose, von dem Denker in den Nichtdenker, all die Dinge, die wir hören und erfahren, nicht? Das ist, wird jetzt hier, beschreibe ich es so systematisch, klingt theoretisch, aber es ist die Realität, die du erfährst, wenn du dein Leben ein bisschen ausrichtest dahin, dass du höhere Bewusstseinszustände entwickelst. Also der nächste Schritt ist also der, dass du in deiner Entwicklung jetzt so bist, du hast das reine Bewusstsein schon realisiert, mit der Selbstrealisierung, nicht? Wenn du immer transzendierst im kosmischen Bewusstsein, hast du dein Selbst voll realisiert. Da gibt es nicht mehr zu realisieren, es gibt nur ein Selbst und ist das realisiert, da gibt es keine höhere Entwicklung. Das Selbst ist das Selbst. Und jetzt geht es nur darum, dass die Objekte unserer Wahrnehmung, dass wir die auch letztlich erkennen, dass die genau das gleiche Selbst oder dasselbe Selbst haben wie wir. Und wo keine Trennung dann mehr da ist. Und jetzt ist es so, es kommt alles so nah zusammen, dass also dieses Bewusstsein, das reine Bewusstsein, unser Selbst mit den Objekten der Wahrnehmung, dass wir so nahe sind. Und das ist das kosmische Bewusstsein. Da wird also die allerfeinste Ebene des Relativen erfahren im Bewusstsein. Und da beginnt es schon und da können wir schon erkennen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf der groben Ebene, jetzt sehe ich hier einen Baum von mir und dann dahinter den Himmel, der Baum, die grünen Blätter und der blaue Himmel, dass die Farben auf dieser Ebene nicht mehr so grün scheinen. Nicht das Grün geht zurück und das Blau geht zurück. Das heißt, das Grün und das Blau nähren sich, die kommen näher zusammen und erfahren schon immer mehr diesen farblosen Ton, die farblose Farbe oder den farblosen Saft, aus dem sie entstanden sind, aus der Transzendenz. Es wird als farbloser Saft bezeichnet, nicht wie beim Baum, nicht der Saft, nicht der bringt all die verschiedenen Formen des Baums hervor und die grünen Blätter und die weißen Blütenblätter und Blüten. So, diese Verschiedenheiten des Baumes kommt aus dem farblosen Saft. Und genauso als Analogie, und das Gleiche erfahren wir jetzt auf dieser Ebene, wo fast keine Trennung mehr ist. Es ist immer noch etwas Trennung, ist immer noch ein kleiner Unterschied. Aber das Grün ist nicht mehr grün, das wird schon so goldig oder geht zu grün, Gold über. Und der blaue Himmel geht auch so in so Gold über. Oder eine helle Farbe, Weißfarbe oder gelblich, ganz kann unterschiedlich sein. Es hängt auch wieder vom Nervensystem ab, wie das Nervensystem das erfährt. Und so können wir erkennen, dass auf der allerfeinsten Ebene eine Verschmelzung schon stattfindet, eine Vereinigung, also eine Einheit. Und jetzt passiert, da machen wir nichts mehr, das geschieht einfach automatisch, dass die Einheit Einzug erhält. Das heißt, du hast dein Selbst bereits schon erkannt beim Transzendieren, hast es stabilisiert so in deinen Aktivitäten, so durch die Wiederholung des Transzendierens im kosmischen Bewusstsein und im Gottesbewusstsein hast du gesehen, dass das alles schon so mehr und mehr zusammenkommt zu einer Einheit
Und jetzt im Einheitsbewusstsein, da erkennst du dich, deinem reinen Bewusstsein in den Objekten deiner Wahrnehmung. Das heißt, das Objekt, jetzt hier die Hand, da erkennst du dich selbst drin. Du bist das Selbst und die Hand ist auch diese Unendlichkeit. Genauso die Unendlichkeit, die du erfährst in dir selbst, wenn du alles transzendierst, da erfährst du deine Unendlichkeit. Und jetzt diese Unendlichkeit schaut auf die Hand und erkennt dieselbe Unendlichkeit deiner Hand. Im Hintergrund, das ist so die erste Ebene der Wahrnehmung, da siehst du diese Unendlichkeit, Unsterblichkeit, Unendlichkeit, alles so, keine Begrenzung. Das ist keine Begrenzung, dass die Finger, so, die hier jetzt so, die man so sieht, die sind so im Hintergrund. Das heißt, die verschwinden nicht. Aber du erkennst, dass die Einheit von all den Fingern so wie so ein Schleier oder wie so eine Nebelwand oder so, auch so ein strahlendes Licht, wie ich das sehe jetzt auch gerade, dass es so keine Trennung zwischen ist von den Fingern. Das ist die Einheit. Das Selbst, dein Selbst erkennt sich jetzt in dem Selbst von dem Objekt. Und das sagen, dazu sagen wir Einheit. Das ist, im Einheitsbewusstsein ist es immer so, das Objekt, das, was du gerade so vor dir hast, da erkennst du dich selbst. Nicht du bist das Selbst. Du bist das Selbst. Wenn ich sage, du erkennst dich selbst, das ist jetzt nicht die Trennung von Selbst und Nicht-Selbst, sondern das ist du das Selbst. Das Selbst, kann auch sagen, das Selbst erkennt sich selbst, jetzt zum Beispiel in dieser Hand, das Selbst erkennt sich selbst in der Hand. Das heißt, ich, die Fülle, erkenne die gleiche Fülle, dieselbe Fülle der Hand, weil da ist kein Unterschied von dem, was ich erfahre, wenn ich die Augen geschlossen habe und das sind keine Objekte, keine Form und jetzt öffne ich die Augen im Einheitsbewusstsein und habe die Hand vor mir, dann sehe ich die Hand als Einheit vor mir, das ist keine Trennung und die Hand, diese Form Hand, die ist im Hintergrund. Und jetzt zum Beispiel jetzt die Tür zu meinem Balkon, die sehe ich auch, aber die ist jetzt so weiter weg, da sehe ich keine Einheit. Ich sehe also nur die Einheit von dem Objekt, was so direkt in meiner Nähe ist, wo meine volle Aufmerksamkeit hingeht. Da erfahre ich Einheit. Wo die Aufmerksamkeit nicht ganz da ist, so wie es zum Beispiel zu der Tür nicht, oder zu der Lampe, die sehe ich nicht als Einheit. Das ist immer noch Trennung. So wie sonst auch ist die Trennung, ist keine Einheit. Und das ist ganz gut zu verstehen, um jetzt den nächsten Schritt der Erleuchtung zu gehen. Jetzt geht es darum, wenn wir in diesem Einheitsbewusstsein sind, das ist nicht statisch, das Einheitsbewusstsein wächst. Das sieht dann so aus, dass du am Anfang siehst du die Einheit jetzt hier mit deiner Hand und dann siehst du auch gleich die Einheit zu dem iPhone. Das keine, auch da hört dann die Trennung auf. Das ist so ein Wachsen von Einheit, wo du immer mehr Objekte erkennen kannst, gleichzeitig, nicht hintereinander, nicht so hierhin gucken und dann gucken. Nein, das ist am Anfang, da guckst du nur hier hin, nimmst das nur hier wahr und dann ist aber mit der Zeit ist gleichzeitig dann die Kamera und dann der Fernseher, die Lampe, die Wand, die Uhr, alles kommt mehr. Und dazu sagen wir dann Brahman-Bewusstsein. Das ist, dann erfährst du deine Fülle, deine Unbegrenztheit und erfährst gleichzeitig überall die Fülle der Objekte. Das heißt, meine Hand, diese Transzendenz, nicht dieses Selbst, was ich in meiner Hand sehe, das heißt mein Selbst, dieses Selbst in meiner Hand, das ist Fülle, das ist so die totale Fülle. Da fehlt nichts, da gibt es nichts zuzusetzen. Im Hintergrund, auf der nächsten Ebene erscheinen die Finger und so, diese Abgrenztheit und so und so. Und das ist auch notwendig, auch dass wir im Einheitsbewusstsein miteinander kommunizieren und uns austauschen können. Und daher, das zu verstehen, Einheit heißt nicht, dass die Objekte, die Formen alle jetzt verschwinden, aber du erkennst die Essenz der Formen zunächst im Einheitsbewusstsein und dann aber,
wenn sich das ausdehnt, sich expandiert, dann auch mehr und mehr ist auch die Einheit. Und das nennen wir dann das Brahman-Bewusstsein. Und das Brahman-Bewusstsein wächst immer weiter, weil das heißt, dass die Einheit wächst immer mehr. Und wir sagen dann Brahman-Bewusstsein, da kommen immer mehr Objekte. Anfangs siehst du dann auch das nächste Objekt, wo ich sagte, im Einheitsbewusstsein siehst du nur die Hand. Und dann siehst du, wenn das Brahman-Bewusstsein jetzt zunimmt und weiter wächst, dann erkennst du auch, dass die Tür und die Lampe und der Tisch und alles auch die Einheit ist. Das sind alles Erscheinungen von mir selbst. Ich bin die Tür, kann man sagen, nicht? Die Essenz von der Tür. Die Tür selbst ist im Hintergrund und als Vordergrund ist die Einheit von der Tür. Diese Unbegrenztheit, die Allgegenwärtigkeit von der Tür erkenne ich. Ich, mein Selbst, erkennt sich da in dieser Unendlichkeit von der Essenz der Tür. Habt ihr es verstanden? Weil das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist nur so theoretisch, solange wir noch nicht wirklich in uns selbst das so realisieren. Aber das hilft uns und das Wissen ist so wichtig auch für unsere Entwicklung, dass wir auf unsere Reise zum höheren Bewusstsein, zum Einheitsbewusstsein, also als erstes noch kurze Wiederholung, die Reise geht erst in die Transzendenz, das transzendentale Bewusstsein. Das ist auch schon Brahman-Bewusstsein. Das ist die Totalität. Wir nennen es nicht Brahman-Bewusstsein, aber das ist auch die Ganzheit, die Transzendenz. Das ist das eine ohne ein zweites. Das ist die Transzendenz. Aber wir wollen das jetzt nicht so auf dieses Transzendentale beruhen lassen, die Einheit, sondern wir möchten ja alles, und das macht ja Brahman bewusst aus, dass wir nichts ausschließen, dass wir alle Formen erkennen als das eine ohne ein zweites, dass es nur das eine Bewusstsein gibt. Aber am Anfang wird es noch so sein, mit dem Brahman-Bewusstsein, dass du die Fülle erfährst, nicht? Das ist wie bei der schon im kosmischen Bewusstsein erfährst du dauerhaft diese Fülle, diese Unbegrenztheit, das reine Bewusstsein. Und im Gottesbewusstsein kommen jetzt die Fülle mit der allerfeinsten Ebene, wo dieser Übergang stattfindet, ist im Gottesbewusstsein. Die kommen jetzt, also kommt er sich immer näher, nicht? Das Subjekt, Objekt kommt sich immer näher, nicht? Und erfahren dann nachher auch schon so ein bisschen immer mehr so die Einheit, aber ist noch getrennt, ist immer noch getrennt. Und dann kommt das Einheitsbewusstsein, wo keine Trennung ist. Und wo ich also nur das Objekt habe und erkenne mich selbst in dem Objekt. Und als nächstes so ein Brahman-Bewusstsein, wo ich mehrere Objekte habe, nicht so viele Objekte, wird immer mehr, das wächst, das Brahman-Bewusstsein, das wächst immer weiter, dass wir immer mehr und mehr Objekte in unserer Bewusstheit haben und gleichzeitig erfahren. Und jetzt, das ist aber immer noch so, dass keine Trennung, weil meine Fülle ist die Fülle von einem Objekt. Das sind jetzt zwei Füllen, meine Fülle und die Fülle vom Objekt. Obwohl das die gleiche Fülle ist, aber gut, sagen wir es noch ein bisschen Trennung, so. Aber diese beiden Füllen müssen eins werden. Die Fülle von mir und die Fülle von dem Objekt, wo ich jetzt mich als, wo ich sage, das ist Brahman-Bewusstsein, das muss zu einer Fülle werden. Und das geschieht durch die Brahma-Sutren. Die Brahma-Sutren, so, das sind so, die machen da, dadurch, dass man so eine bestimmte Formel so denkt, und da ist das Wissen auch notwendig, das Wissen vom Brahman, und die Hilfe mit den Brahma-Sutren, die fügt jetzt diese beiden Füllen zusammen zu einer Fülle. Dass da absolut keine Trennung mehr ist, das ist eine Fülle. Und das ist der absolute Hit, das ist die absolute höchste Entwicklung, die wir haben können in unserer Entwicklung. Kannst du natürlich sagen, das geht immer weiter, weil das Brahman-Bewusstsein sich immer weiter ausdehnt. Aber so haben wir zum Beispiel jetzt eine ganz gute Sicht, denke ich mal, bekommen, wo die Reise hingeht, unsere Bewusstseinsreise hingeht, dass wir aus diesem Ganzen, wo wir uns jetzt noch verstrickt fühlen, vielleicht und nicht uns gut fühlen und die ganzen Auf und Abs, die wir haben in unserem Leben, dass wir da mal so einen Blick haben, so eine Sicht haben dafür, wo die Reise hingeht, wo all das, was uns jetzt so Kummer und Sorgen macht, das löst sich alles auf,
das beginnt schon ganz stark im kosmischen Bewusstsein oder schon beim ersten Transzendieren, dass wir mehr und mehr uns so auf diese Einheit zubewegen, die die letztendliche Realität ist. Und das Leben, das ist die absolute Fülle, die wir erfahren. Denn jetzt erfahren wir ja immer nur die Teile, das ist keine Fülle. Teile ist Trennung und Trennung tut uns nicht gut. Wir wollen immer die Einheit. Und deshalb ja auch Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft und so. Das ist so im Äußeren so ein Versuch, in die Einheit zu kommen. Aber das ist immer so eine Trennung. Wir können nicht durch Formen, nicht auch in der Partnerschaft, in der liebsten Partnerschaft, wir können nicht durch die Formen in die Einheit kommen. Aber wenn wir jetzt in diesem Einheitsbewusstsein sind oder im Brahman-Bewusstsein und du bist mit deiner Partnerin zusammen, da ist ja die Form selbst die Einheit mit deinem Körper. Weil die Essenz von dem Körper ist die Einheit. Und wenn zwei Menschen in diesem Brahman-Bewusstsein sind, da ist also im ersten Ausdruck, in der ersten Erscheinung, ist dieses Einheitsbewusstsein, dieses Bewusstsein, dieses reine Bewusstsein, das keine Trennung hat, das ist so im Vordergrund, so dass wie ein Film oder so, so schön, so eine Einheit, wunderschön, kann Gold sein und so, und dann siehst du alles in Gold, so ganz wunderschön. Und im Hintergrund, so siehst du die Form, nicht? Aber Priorität hat dieses Bewusstsein. Und nur so über das Bewusstsein, was die Form letztendlich auch ist, die Form ist genauso Bewusstsein wie du. Das Subjekt hat Bewusstsein, das Objekt hat Bewusstsein und diese Bewusstseine, die unterscheiden sich nicht voneinander. Und das ist der Hit, denn für jede Beziehung oder für jedes, für alles, für jeden Kontakt mit dem Baum, so, da ist die Einheit. Du kannst den Baum 100.000 Mal umarmen, was ja viele Leute machen, um in so eine Einheitserfahrung zu kommen. Du kannst nicht durch das Objekt, durch den Baum und durch deine Arme in diese Einheit kommen. Das gibt dir zwar ein schönes Gefühl und du fühlst zwar auch Einheit und Freude und Liebe zu dem Baum, aber diese Schritte, die ich jetzt beschrieben habe, um in diese wahre Einheit zu kommen, die kann man nicht übergehen, die kann man nicht überspringen, weil das alles in Abhängigkeit ist von deinem Nervensystem. Weil dein Nervensystem entscheidet darüber, wie weit du dir deiner selbst bewusst bist. Wenn du Stress und Verspannungen hast, dann funktioniert dein Nervensystem nicht normal. Es kann nicht normal funktionieren, weil die Blockaden, die Stress, Verspannungen, die blockieren deine ganzen Energiekanäle. 72.000 haben wir davon, wird im Yoga gesagt. Und dein Nervensystem, das gehört alles dazu, Energiekanäle und die ganzen Nerven und alles so. Und wenn da Blockaden sind, dann arbeiten wir daran. Das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören mit unserer Entwicklung. Nein, wir arbeiten daran, indem wir meditieren und transzendieren und alles Mögliche machen im Leben, wo unser System, unser Nervensystem gereinigt wird, geheilt wird und dann in dem Rahmen, wie es heil ist und normal funktioniert, unser Nervensystem, in dem Rahmen, wie es diese Funktion voll aufnehmen kann, kann sich unser Bewusstsein expandieren, unsere Wahrnehmung kann sich erweitern und dann können wir durch unsere Wahrnehmung erfahren, dass alles eins ist. Es wird nicht eins, es ist schon alles eins, nur unsere eigene Wahrnehmung, weil die jetzt nicht gut ist, nicht klar ist, verhindert uns zu erkennen, dass alles nur die Einheit ist. Es gibt nur das eine Bewusstsein. Es gibt nicht zwei, drei. Wir sagen zwar jetzt diese so kosmisches Bewusstsein, Einheitsbewusstsein, Gottesbewusstsein, Brahmanbewusstsein, transzendentales Bewusstsein. Das sind alles so Stufen auf unserer Entwicklung. Aber in Wahrheit gibt es nur dieses eine Bewusstsein. Das hilft uns, diese Stufen auch zu erkennen. Ah, jetzt bin ich so weit in meiner Entwicklung, so nicht meine Physiologie hat sich jetzt so weit verfeinert, mein Geist ist jetzt so weit expandiert. Aber in Wahrheit ist es so, dass das auch alles noch Maya ist, das ist noch nicht die wirkliche Realität. Die einzig wahre Realität ist die Einheit. Das Einheitsbewusstsein, wo nichts anderes ist als diese Einheit. Und das, was wir da so im Hintergrund sind, ja, das ist das, was kommt und geht,
Aber das eine, die Objekte, die Essenz der Objekte, die kommen nicht und die gehen. Die sind genauso ewig wie dein Selbst. Also wie ihr seht, es geht nur darum zu erkennen, das Ganze zu durchleuchten. Es geht nur darum, dass wir unsere Gläser sauber machen, unser Nervensystem reinigen, unser Bewusstsein expandieren, unsere Wahrnehmung expandieren, um zu erkennen, was die Wahrheit ist. Und das ist der Sinn des Lebens, nicht? Darin ist der Sinn des Lebens zu sehen. Ich wünsche euch alles Gute auf eurer Bewusstseinsreise zum Brahman-Bewusstsein. Alles Liebe und alles Gute für euch. Jai Gurudev.